der ganzen Sache. Ich weiß, wo sie sind und ich bin schon auf dem Weg zu ihnen. So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und zwar, warum du jetzt nach hinten geguckt hast, ist mir völlig unklar. Und zwar freue ich mich jetzt schon auf diese Mission. Weil da gibt's nämlich was Neues. Und andererseits graut mir vor der Mission. Aber das werdet ihr dann auch noch mitkriegen, warum. So, wollen nicht alles verraten. So, wir gucken als erstes mal hier durchs Fernglas und suchen uns diesen netten Panzer da drüben aus. Genau, den wollen wir haben. Und auf den steuern wir zu. Halt, stopp. Vorher noch hier. Genau deswegen nämlich. Banditen ohne Ende hier. Boah, ein Schaukel hier. Kutter. So, und jetzt ist der Seite noch. Banditen ohne Ende. So, das schaut mir jetzt zu blöd. Den Rest werden wir auch finden von den Briefern. So. Ah ja, okay. So. Um das Ortungssystem zu zerstören, müssen Sie alle Sender in diesem Gebiet vernichten. Sie können sie finden, indem Sie nach den Sendemasten Ausschau halten. Soweit ich mich erinnern kann, fanden auf der nächstgelegenen Insel erst kürzlich Sprengarbeiten statt. Vielleicht finden Sie dort Sprengladungen. Naja, bleib mal ganz unruhig, mein Freund. So, jetzt werden wir uns erstmal hier um die Britter hier hinten kümmern. Aber aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Das wird im Übrigen wieder ein sehr langer Part, das kann ich euch schon versprechen. Weil wir haben hier wieder einige Schleich- und Sniper-Missionen. Oder was ist Missionen, Situationen. Dass hier noch irgendjemand rumschleicht, den ich erst aus der Landschaft nehmen muss. Ja, die hat man ja schon anvisiert. Merkwürdig. Okay, machen wir weiter. Kommt, das geht doch ein bisschen schneller, mein Freund. Hm. Hier schleichen doch schon welche. Das sind sie doch. Welchen Vögel habe ich doch gesucht? Was ist denn hier los? Aha, jetzt sind sie in Bereitschaft. Oh, das ist Banane. Ah, shit. Wo ist er hin, der Mistvogel? Na komm her, dann. Halt, wo bist du hin? Gehen willst du mich, ne? Dann komm mal. Hier! Hier, wo, hier, was? Hier, wo, hier? Oh. Ah. So. Ah, du bist das! Ja, ich bin das. Und wo bist du? Du hast keine... Ich hab dich nicht genau verstanden. Doch, hey! Ach, shit. Bin an du ihm wirst dran. Dir noch wünschen, tot zu sein! Was zur Hölle? Ich mache ich eigenhändig fertig. Dann lernst du hier, du Arschloch. Hey, da war noch einer. Seuchenpack. Altes, mistliches Seuchenpack. So, müssten wir sie eigentlich alle haben hier unten. Weil wenn man die nämlich nicht aus der Landschaft nimmt, fallen die uns im Rücken, dieses Gesocks. So,
Die Weste nehme ich mal noch nicht auf. Die spare ich mir noch auf. Die brauchen wir noch. Da haben wir noch bessere Verwendung dafür. So. Weil hier unten sind ja auch noch welche, gell? Die der Meinung sind, sie können ein bisschen rummotzen. Schön drauf ist. Ah, ja, gut. Ja, mach mal. Versuch's doch, du Arschloch. Wo bist denn? Wo steckst du denn, dass man hier den zerreißen kann? Ich mach dich fertig! So? Ja, ist alles okay? Ja, das tut. Na, fall doch mal um. Mann. Zumindest ist das für mich okay. Ich weiß nicht, ob das für dich auch okay ist. Nicht der kleine Freund, die aus der Landschaft nehme. So. Den Trämel da hinten am MG. Ja. Und fürs Baby. So, es kann sogar sein, dass wir die Weste von drüben gar nicht brauchen. Upscha. Wo kam das jetzt her? Wo steht nicht den Hund? Ich stehe ihn gerade nicht, den Mistvogel. Wo ist er denn? Wo ist denn nicht versteckt, du Mistvogel? Der hat mir jetzt richtig zugesetzt, der Kollege. Nicht fallen. Wie geht er nicht gerade? So, der ist Geschichte. Aber hatten wir da jetzt gerade zugesetzt? Das war doch ein anderer. Oh, mit dem P90. Halt, Esse. Na egal. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Sand. Oh. Ja. Ach doch, wir müssen doch die Weste holen. Eil dieweil. Hier keine rumliegt, wie es aussieht. Wobei ich übersehe ja gerne mal irgendwas. Gerade die Westen, die sind immer so unterhitzig, die Dinger. Okay. bei der einen Mission hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da bin ich auch rumgeirrt, nachdem ich den Hubschrauber da abgeknallt hatte. Da bin ich da auch rumgeirrt und habe auf dem Hof die Weste gesucht, wie doof. Ich habe die Weste nicht gefunden. Okay, Doyle, ich habe die Sprengladungen. Gut, der erste Turm müsste sich im Norden befinden. Und dann auf einmal sehe ich, dass die Weste, also im Video nachher, wo ich mir nachher das Video später angeguckt habe, sehe ich, dass die Weste auf irgendeinem blödsinnigen Regal getrümpelt da rumgelegen hat. Da habe ich auch gedacht, ich spinne. War echt nicht zu übersehen, gell? Aber Schera übersehe sowas gerne. So, na gut. Krallen wir uns diese fette Weste hier, diese neue und geile und hypermäßige. Und werden jetzt ganz lustig mit den Jungs weiterspielen. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Munition, ne? Ne, haben wir schon aufgesammelt. Die hat man glaube ich auch schon. Gucke, hier ist der Leiche noch da und hier ist weg. Das ist auch manchmal merkwürdig, gell? Haben wir eigentlich hier. Ach, da. Na gut, das brauchen wir jetzt eher nicht. Die Schrotwumme. So. 35 Schuss. Lecker. Das wird ein Spaß. So. Aber erstmal werden wir uns mit dem Ding noch ein bisschen beschäftigen. Und zwar gehen wir. Genau, hier gehen wir her. So. Ja, guck mal, da im Strickel.
Die müssen wir erstmal aus der Landschaft nehmen. Und er kommt. Einen Schütze haben wir schon aus der Landschaft genommen. Aber der Fahrer kann ja auch schießen, gell? Ja, komm her. Na komm, ja. Nicht seitlich, gerade. Ja, so will ich das sagen. Das kann man da schon mal hinlegen. Ist vielleicht günstiger. So. Na komm her rüber. Ein bisschen Geduld haben, dass der wiederkommt. Dass wir den los sind. Nicht, dass der uns noch belästigt hier. Komm, dein Kumpel liegt auch schon im Wasser. Du willst doch auch. Ach, Mistvogel aber auch. Na, was auf, gehen wir hierher. Vielleicht ein besseres Schussfeld. Oh, du bist doch auch weit hinten, ne? Ey, dann hinter sollst du doch gar nicht so weit. Mit dem Boot da jetzt rüber zu fahren wäre ziemlich blöd. Es geht zwar auch, aber das wäre ziemlich blöd, weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass einen da abknistern. So. Ah, genau. Na gut, wenn du mit deinem Boot da hinten rumschwaudelst, kümmern wir uns erstmal um diese Brüder hier. Hallo Freunde! Und tschüss! Ja, wie die Karnickelchen. Wie die Karnickelchen. Komm, seid mal schön überrascht hier. Guck, guck. Ja, Schleichen bringt da überhaupt nichts, wenn er mit Scharfschützen herschießt. Mit dem Lack. So, das war nur der erste Streich. Doch der nächste folgt zugleich. So. Warten wir nochmal erstmal hier. Bisschen markieren. Da, 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 da. Da oben ist alles voll mit diesen solchen Vögeln hier. So. Hier müssten wir es eigentlich jetzt alle haben. Ich habe irgendwie übersehen. Aber da gucken wir nachher nochmal. So. Und jetzt geht große Karnickelschießen hier los. So. Fangen wir mit dir an. Und tschüss. Und tschüss. Oh. Das war jetzt nicht vorgesehen. Ein Schuss daneben. Halte die Esse feste. Und das war eine Sauerei. So. Karnickelchen, Karnickelchen, wo seid ihr denn? Ah, hier. Ach, Mann. Ich glaub's ja wohl nicht. Zieh mal ein bisschen, Karl, du. Ein bisschen besser hier. Na? So, wen haben wir jetzt hier? Aha, dich. Und tschüss. Und tschüss. Ah, müsste ich verstecken hier. Hat die aber nicht so richtig was gebracht. Mit der Versteckerei. Ja, bleib stehen, Alter. Okay, dann lässt du halt. Ach, schieße ich dich halt im Löwen. Ja, komm, stell dich hier hin und guck ganz verdutzt in der Gegend rum. Wer hat denn da geschossen? Oh, hast du jetzt getroffen oder habe ich nicht getroffen? Ja, sieht so aus, als ob ich ihn aus der Landschaft genommen habe. So, hier. Da steckt eh noch nicht raus. Den hat es auch umgeniedet. Ah, hier rechts ist noch einer. Der Krieg spielen will. Wo ist er hin? Hallo? Ach da. Karnickelchen, Karnickelchen. Oh, da hat sich einer gut versteckt. Egal.
So, da haben wir erstmal die Hauptstreitmacht in der Ecke ausgeknipst. Dich könnte ich aber auch noch ins Visier kriegen, hä? Das hat doch geklappt. So. Ja, der scheint auch seinen letzten Pups getan zu haben. So, das müssten sie jetzt gewesen sein, das erste Mal. Also hier schleichen noch weitaus mehr rum, aber die kriegen wir jetzt nicht ins Visier. So. Jetzt macht mir immer noch das Boot Sorgen hier. Das würde ich eigentlich gerne noch aus der Landschaft nehmen, bevor wir hier losfahren. Aber scheinbar wird das wohl nichts werden. Da hat sich gedacht, nee, also hier schießen sie auf mich, Kumpel schon abgeschossen, machen wir uns lieber vom Acker. Okay, also kutschen wir mal hier rüber. Nein, natürlich nicht direkt. Wäre ja auch dämlich. Kutschen wir erst mal hierher. Und gucken uns das Ganze nochmal von hier an. Ja, irgendwo da hinten scheint er sich versteckt zu haben hier. Der Kollege mit seinem Kutter. So. Alles klar, die sind alle Geschichte. Doch, sieht eigentlich recht ordentlich aus. Ey, bleib hier. So, haben wir jetzt noch hier einen anderen. Nö. Okay. Können wir eigentlich problemlos rüber machen. Drin krallen wir uns das Auto. Aber das ist so eine Scheiße hier. Was ist das für eine kacke Lenkung hier? Ich hoffe mal, da kommt jetzt hier nicht angebrezelt mit seinem Schnellboot hier oder wie auch immer das bezeichnen soll. Zack. So, ein bisschen Munition aufsammeln. Damit wir besser Karnickelschießen machen können. P90 Munition. Wo sind die anderen zwei gewesen? Na ihr Karnickelchen, wo hattet ihr euch versteckt, wo ich euch abgeknallt habe? Hallo? Wo habt ihr eure Flinten hingetan? Ich will noch ein bisschen P90 Munition, wenn geht. Na, wenn nicht, ist halt Pech. Ach, scheiß drauf jetzt. So. Okay. Krallen wir uns diesen Buggy hier. Im Übrigen kann man die Vögel doch abschießen. Ich habe mit der Gatling habe ich ihn abgeschossen. Ging wunderbar. So, hier oben müssten jetzt gleich ein paar rumstehen. Und den Tag verfluchen, an dem ich auf die Insel gekommen bin. Was hat sie hier an Waffen dabei gehabt? Aha. Ja, da zumindest ein bisschen Hindernisschmunition dabei gehabt. So. Wenn Sie die Ladung im darunter befindlichen Übertragungsraum platzieren, sprengt das die ganze Einrichtung. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass die uns hier nicht irgendwie. Hm. Da ist der! Ja, da ist er, der Bese. Der böse Onkel mit der Maschine, mit dem Maschinengewehr ist hier. Da ist der! Oh. Ja. Noch einer? Oh, was war das hier? Ach ne. Okay. So. Brauchen wir uns nicht mal mehr um den zu kümmern. Hat es den schon mit erwischt gehabt, den Kollegen hier.
Normalerweise haut man so eine Granate rein. Da ist auch Geschichte der Kollege. So. Jagen wir erstmal das erste Ding hoch. Tschack, 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 tschack. In dem Fall ist da im Übrigen noch eine Dings drin. Wohin geht's jetzt? Oh, ich glaube, dass man die jetzt nicht mehr holen kann, gell? Da haben wir ihn ja. Ach, die können die Musik kaum noch holen. Von ihrer aktuellen Position. Oh ja. Bleib mal ganz unruhig, Kollege. So. Jetzt fahren wir erstmal in das Lager rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das jetzt lang ging, in das Lager. Guck mal. Ja. Und das jetzt hier lang? Ah ja, genau. So, jetzt geht das hier in das Lager rein. Und da schleichen auch noch super solche Vögel rum, die wir vorhin nicht gesehen haben. Hier zum Beispiel habe ich schon wieder so einen grünen Punkt. Hier unten ist zum Beispiel glaube ich noch drin. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Hey, was war das? Das war einer da auf die schießt, die Träne. Oh, hab ich wieder halbe Weste weggeschossen, die Mistvögel. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist doch recht von euch, Pack. Ja, mal gucken. Mal nein halte. Und die hitten. Ah ja, wo schleicht denn noch einer? Ja, wo schleicht... Ach, hier! Ich hab den endlich gefunden. Da ist jemand drin. Dann sag ich Hallo zu meinem MG. Oh. Oh, ja, fahren wir dich halt. Wenn du nicht mit dem MG sterben willst. So, wo ist ein besserer Überblick? Das weiß ich glaube. Betrieb schleicht auch noch schon so immer rum. Oder? Also eine Bedrohungsanzeige habe ich im Moment eigentlich keine. Na, mal gucken, wer sich noch aus sein Loch raus war. Ah ja, genau, ich muss gerade den Wasser rein. Genau. Da hier ein bisschen rummotzen wollte. So. Ist klar. Und der Weste halt weggeschossen. Dreckspack. So, Munition. Geil. Aber leider keine Scharfschützenmunition dabei, gell? Jetzt haben wir noch 13 Schuss haben wir noch. So. Weg damit. Und zwar gibt es hier nämlich eine neue leckere Waffe. Ups, der 4. Die ist lecker. So, oh, ja, ist das, war das Scharfschützenmunition? Ja, genau, 5 Schuss Scharfschützenmunition. Ja, also nicht viel, aber trotzdem, der Mensch freut sich. Wobei die Flinte hier so zielgenau ist, die kannst du, hat zwar ein geringeres Visier, denn beim anderen konnten wir ja von 2 auf 4 schalten. Beim Anvisieren kann man hier leider nicht. Okay? Also keinen Zoom. Keine Zoom-Funktion. Aber ansonsten lecker, lecker Kanönchen, sage ich euch. Die haut rein wie Sau. Ah, gut, Beste. So, ach, guck mal, hier ist es nochmal. Ist da irgendwas Brauchbares hier? Ne, ich glaube, sonst war nichts Brauchbares hier. So, als nächstes, wo ist unser Auto? Da ist es. Wir haben uns jetzt diesen anderen Ding da widmen hier. Einsteigen sollst du. Einsteigen. Könnt wenden. So. Und auf. Oh, das Geräusche hier.
auf zum... Warte mal, wo war das jetzt? Das andere. Hier müssen wir hier lang. Mhm. Was? Ich hab das gehört. Ich hab doch gerade einen gehört hier. Das ist hier auch wieder angeschlichen. Ich hab doch gerade einen gehört, der gemacht hat. Ja, egal, drauf geschissen. So, nee, nicht drauf geschissen. Denn wir müssen ja... Jetzt mal das Auto bitte stehen lassen und bremsen hier. Nicht das... Genau, es steht doch hier. Wo? Okay, wo bist du denn? Hier! Ach, hier. Das ist ja schön, dass du auch noch hier rufst, die Zähne. Oh, gucke, kacke. Daneben geschossen. Der rammelt hier hin und her wie ein Doofer. Da kann es wohl nicht wahr sein. Feiges Schwein, bleibt stehen. Ach, da kam bestimmt aus dieser Stellung, wo ich hier den rechts rüber geschossen habe vorhin von hier drüben. Aber egal, ich habe mit der Weste ein bisschen angeschossen. Aber wir haben uns ja diese Weste hier unten aufgespart. Kuckuck. Hat dir also gar nichts gebracht, mein Freund, dass du auf mich geschossen hast. So. Und jetzt sollen wir ja hier irgendwo hier rüber. Und da machen wir natürlich erstmal wieder ein frohes Karnickel schießen. Ist ja klar. Wir müssen allerdings auch wieder aufpassen. Aha. Ja, mit dem Boot sind sie hier nämlich wieder unterwegs, die Mistvögel. Das könnte eventuell sonst unangenehm werden, wenn die hier uns vor die Flinte kriegen. Schade. Okay, die bekommen niemanden mehr vor die Flinte. So. Auf zum fröhlichen Karnickel schießen. Erst mal gucken, wer hier rumschleicht. Ja, hier ist auf der Insel einiges. Eine kleine Insel ist das. So, hier war wohl alles frei. Ach ne, hier oben hocken sie. Hier oben hockt einer. So, und dann natürlich hier noch. So. Können wir erst mal ein Großteil davon aus der Landschaft nehmen. So. Erledigt, erledigt. So. Kuckuck. Ich bin hier. So, wo war der da jetzt hier drüben gelaufen ist? Okay. Ich hab gedacht, du kannst dich hier verstecken oder was, du Misttore. So. Hallo? Haben sie sich versteckt, die Mistvögel hier? Ach ne, hier rammelt einer. Okay. Verstärkung! Ihr braucht keine Verstärkung, ihr braucht einen Arzt. Gucke der zum Beispiel hier drüben. Und der hier, den braucht einen Arzt. Ne, der braucht auch keinen Arzt. Der braucht jetzt einen Sarg. So. Ah, da hat sich einer versteckt neben dem Baum. Mhm. Okay. Hallo? Krieg ich dich? Okay. Hast einen scheiß Tag gehabt. So, mal gucken. Oh, hier hinten. Da hinten ist noch einer. Mal war ganz schlau, war das. So. Okay,
Okay, sieht gut aus. Boot haben wir ja aus der Landschaft genommen. Oh, wir sind ja nicht doof. Hier. Wir krallen uns gleich. Halt mal hier. Warum der? Ach so, ist schon voll. Wir krallen uns mal die Hütte hier. Falls uns doch noch irgend so ein Mistvogel begegnet. Haben wir doch natürlich gleich das richtige Werkzeug. Und nee, bitte nicht. Ach, scheiße, Mann. Und das ist für eine Scheiße. Warum setzt denn das Boot auf Land? Ist da an Land gefahren, der Vollidiot. Na gut, wir haben ja noch so ein rotes hier, genau. So ein Käse. So, wir müssen hier rüber, gell? Ich weiß immer noch nicht, wo da eine Kundin ist. Den wird immer da eh bloß den Schützen abgeschossen. Ach, da hinten hängt er. Sogar an. Da hat er sich versteckt, der Kollege. So. Kämpfen wir uns mal hier langsam nach oben. Noch ein bisschen aufpassen. Deine Bohrpatschen hier wohl noch rum. Zwei haben wir hier schon ausgeknipst. Aber das waren nicht die zwei Ähnchen, denke ich mal. Wisst ihr was, Leute? Ich halte erstmal kurz an. Weil der Scherer nämlich eine Zigarette braucht. Ja, ja, die bösen, bösen Raucher. G90. Wo ist denn der zweite? Gut. So. Ich hole Verstärkung! Oh, einer ist geflüchtet. Guck an. Bewegt schleunigst eure Ärsche hierher! Ich dachte, ich hätte was gesehen. Du gehörst mir! Du gehörst mir. Ich gehöre niemanden. Ich gehöre nur mir selbst, du Dremel. So. Wo hatten da? Wo waren noch zwei? Wo sind. Ach ja, das war Dings Schrot. So, jetzt gehe ich aber trotzdem mal ein bisschen hier in Entdeckung. Weil es kann nämlich sein, dass die uns jetzt noch von unten ein bisschen beknistern. Dass wir noch welche übersehen haben hier unten. Das ist durchaus möglich. Bei diesen. Ja, wie zum Beispiel den hier. Aber das scheint dann auch der letzte zu sein. Hier drüben haben wir zumindest erstmal keinen. Und der steht da unten wie auf dem Präsentierteller. Stand da unten wie auf dem Präsentierteller. Und wenn ich jetzt hier über die Brücke latschen, dann möchte ich nicht plötzlich von irgendwoher beballert werden. Das wäre zutiefst unangenehm. Nach Boden müssen wir auch Ausschau halten. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, hier haben wir da Munition. So. Wie schaut es hier mit Booten aus? Mit Menschen? Weder Menschen noch Boote da. Ah, ich wusste doch, hier gibt es doch Boote. Warte mal her. Das geht hier mal jetzt gleich mal aus, wenn ihr nochmal lang gefahren kommt. Was ich übrigens ja nett fände, wenn ihr für lang nochmal lang gefahren kämt. So. Hallo. Kann auch sein, dass die da unten jetzt angelegt haben. Gibt's denn da was Schönes? Oh, ein Karnickelchen. Den kriegen wir auch von hier aus, zumindest nicht mit dem hier. Aber mit dem hier kann man überraschen. Überraschung. So. Springen sie auf, die Karnickel hier. Ne. Ah, ich habe gerade unten vorne gesehen, den Misthund. Dreh mal deine Runde. Wir
gehen derweil hier lieber. Machen wir dich eben von oben her platt, die Mistfuche. Von der anderen Seite. Oh. Ach ja, Raketenwerfer, genau. Weg damit. Wir brauchen einen Raketenwerfer. Wollen wir gleich mal mitnehmen hier. Nee, tut er nicht. So. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Machen wir dem erstmal eine Handgranate rein, die Idioten da drinnen. So. Und jetzt diskutieren wir mal ein bisschen mit diesem Boot hier rum. Wo ist der Mistvogel? Wo ist der Mistvogel? Wo hat er sich versteckt? Da kann ich bis hier raufballern, ja, da hinten ist er. Bleib hier, nicht runterspringen. Das war's sein. Ah, shit. Ah. Oh, mein Freund. Irgendwer knistert uns hier. Auch hier! Der Kollege, der Mann, der fällst du halt nochmal um oder was? Ich komme von hier unten. So. Das Pack hier. Kommt von hier. Hier haben sie die Gitterträne hier. Ich wollte gerne noch eine raus, mein Freund, da hinten. Jetzt wird noch Geschichte. So, kommt noch einer von euch hier. Cool. So, ich glaube, ich müsste sie jetzt alle hier haben. Ach ne, hier war noch ein ganz schlauer. Habt ihr das gesehen? Oh, da hinten ist auch noch ein ganz schlauer. Ja, mit der Munition. Der Munitionsspender. So. War das jetzt der letzte? Ja. Scheint der letzte gewesen zu sein. Hier noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Okay. Dann rauf. Und dieses Kackteil in die Luft gesprengt. Achso, wir könnten erstmal noch gucken, ob wir hier nochmal auch mit Ehenforte. Das ist ungünstig. Den, oh, der ist aber eigentlich. Oh, den sehen wir jetzt nicht, gell? Von hier, oder? Wenn wir noch jetzt weiter raufgehen, könnte man ins Visier fliegen. Beim Hinlegen. So. Ah ja, das ist ganz schön. Oh ja. Voll um die Mistvogel. So, jetzt haben wir noch 4 Schuss. Die werde ich mir aufheben. So. Der Blöde hier drinnen müsste ja tot sein, gell? Oh, das ist ein komischer Wissenschaftler hier drinnen. Halt, Weste her. Und raus aus der Hütte. Nicht, dass das Scheiße noch im Kopf hält. Oh ja, ich liebe den Geruch von verbranntem Kunststoff am Morgen. Der nächste bitte. Sie sind ja ein richtiger Scherzkeks. Ich lach mich hier noch tot. Der letzte Turm liegt nordöstlich Ihrer aktuellen Position. Bewegen Sie sich, die schicken Einheiten zu Ihnen. Uff, die schicken niemand mehr. Die liegen hier im Wasser rum und faulen vor sich hin. Fischfutter. Da ist niemand mehr, den sie schicken können. Ach, guck an, hat den Turm ein bisschen runtergehauen.
Da hat es den Turm ein bisschen runtergehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Kette, das Ding hier hängt, das Boot hängt an der Kette, ob man die Kette zerschießen kann. Ich werde es mal probieren. Dann nehmen wir das Boot hier. Toll. Ey, bleib oben. So. Ja, so hier sind wir kaputt, das Ruderboot, Kanonenboot. Irgendwo. Bist du hier? Ach, um den kümmern wir uns jetzt einfach nicht. Ah, ist hier alles da hätte. So. Wir müssen jetzt in diesen gesamten Berg rundherum latschen. Wenn ich mich nicht täusche. Denn der Turm ist ja da oben. Und jetzt müssen wir den gesamten Berg hier rundherum latschen. Und hier überall sind, ja, Menschen, die uns nicht mögen. Sagen wir es mal so. Ja, hört es schon? Hier flüstern sie uns schon hier. Ach, hier drüben, genau. Ja. Knistern sie uns schon mit Raketen, die Mistvögel hier. So. Oh, wo kommt das denn her? Wo kam denn das jetzt her? Okay. Wo hier? Irgendwo ist doch hier einer. Irgendwo muss hier einer sein. Wo hier irgendwo hin? Ich sehe keinen. Na egal. Oh, ist der Hund. So, Hunde. Oh ne, das ist jetzt hier irgendwie nicht so richtig gut gelaufen. So. Und wir müssen sauer. Dann doch Kapfuhrer hier. Einer mit der Gatling. So, haben wir noch zwei Schuss. Okay. Oh, alte Esse. Mist, so verdammte. War das eure Verstärkung, die ihr geschickt habt? Hier haben wir noch Munition, den Mist vor. Halt. Wo ist die? Ach, hier hat er sie. Was? Keine Munition? Seltsam. Ach, nee, ich bin doch nicht voll. So, okay, kümmern wir uns um die jetzt weiter. So, hier drüben haben wir glaube ich auch noch einen Turm. Werden wir erstmal identifizieren. Da hinten rennt einer. Rannte. Was ist mit dem da oben? Ach, was steht da? Oh, tschüss, Baby. So, was ist mit euch Mistvögeln da unten? Aha. Na, wollt ihr anschleichen, ne? Na, das könnte euch nicht passen hier. Scheiße gelaufen, ne? Och ja. Was läuft? So. Ach, die nächsten zwei Kackvögel hier. Und, wo ist der andere?
War doch schwer. Wo ist denn die versteckt im Lichtschuhe? Ha, hier kommt doch. Und tschüss, Baby. So, wen haben wir jetzt noch hier? Gibt's hier noch Lebendes? Ah, hier hinten ist noch Kanonenfutter. Und tschüss. Also die Flinte, wie ihr seht, geht, die ist schon richtig ordentlich zielgenau. Ah. Ach, stimmt, den sehe ich immer nicht, die Hirten von hier aus. Der ist zu weit weg. Vielleicht mal hinschießen. Gucken wir mal. Ah, hier rechts ist er. Ich hab Boston erwischt. Auch wenn ich nicht gescheite Visier hatte. Fehle. Ja. Wie sieht's weiter aus? Okay. Hoch und. Ein bisschen Munition einsammeln. Schade, dass sie keine Westen liegen lassen. Das ist echt ein Vögel hier. Ich hab hier eine Kugel! Extra für dich! Oh Scheiße, wo kommt der her? Ich komme, um dich zu holen! Was zur Hölle? Jetzt hatte ich erstmal einer geholt. Müssen wir irgendwo wieder rumlösen. Auf hier. Ah, hier unten. Hier muss noch ein zweiter sein. Ach ja, genau, hier waren ja noch zwei. Die verstecken sich immer hier. Na komm hierher, für dich habe ich auch Blei. Ja! Doch, die steht dich nicht, oder was, oder? So, ich bin vorher. Da haben wir da noch Munition. Und wenn du hast, gegebenenfalls Weste. Keine Munition, was seid ihr aber schlechte Kerle, warum bringt mir keine Munition? Ach, hier unten liegt sie. Warum bringt ihr mir keine Munition mit? Wenn ich schon an euch verschwende hier. So. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dann erstmal dann rübergehe. Und hier noch ein bisschen rummotze. Aber vielleicht keine so schlechte Idee. Auch wenn das die Gefahr beinhaltet, dass mir eine drauf brennen. Also rum zu knattern. Aber hier vielleicht finde ich hier noch eine Weste. Was ja auch nicht ganz schlecht wäre. Hm? Hier ist gar nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So. Schieb auf Bein. Ja, von der scheiß Werkstatt, wenn es hier gar nichts gibt. Achso, ich könnte mir natürlich mal die Türme angucken, auch, ob da irgendwie Scharfschützenmunition rumliegt. Auf eben war aber Dings hier. Auf eben war ja Raketenwerfer doch, gell? Was hast du hier für mich? Sniper Muni, sehr gut. Mm, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Danke für die Munition. So, jetzt darf ich bloß nicht wieder abstürzen hier. Gut, hat geklappt. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon von Anfang an gesagt, es könnte sein, dass der Part jetzt wieder ziemlich lang wird, aber ja, ist halt so. Okay. Ich habe da jetzt keine Lust bei diesen Dings hier, bei diesem Spiel hier groß rumzuschneiden noch. Ich habe jetzt echt durch das mehrmalige Aufnehmen schon mich genug rumärgern müssen. Ja, ich stehe die Weste, keine Angst, Leute. Ich würde bis erst mal gucken, ob hier noch irgendjemand rumtrampelt. Der mir den Rest von dieser Weste wegschießt, dann kann ich mir die andere immer noch nehmen. Blöd wäre natürlich, wenn es dann so sehr schießt, dass er mit der Haxen wegschießt. Dann ist das sozusagen dumm gelaufen. Ah, hier, Munition. Oh, stimmt, ich habe nochmal Sniper-Munition aufgenommen. Ah, herrlich. Schrot.
So, die Flinte, die haben wir schon. Die Knarre ist noch gespult, gell? Also da gibt's gar nichts. Da gibt's wirklich echt nichts. Da kannst du echt nicht meckern bei der Flinte hier. So. Gibt auch nur eine Weste hier, gell? Was haben wir jetzt eigentlich wieder an Sniper-Munition? Ach, 17 Schuss. Lecker. Gucken wir nochmal hier rauf. Wer hier oben gewohnt hat, den haben wir ja auch einfach nur so weggeputzt. Vielleicht war das hier auch ein Sniper. Nö, aber zumindest hat er eine Weste. Okay. Und Vorsicht. So, dann guck ich mir oben den Turm noch an. Aber das war dann, glaube ich, der Raketenturm. Ach, könnt ihr direkt mal von hier gucken. Was ist das hier? What the hell? Ein kaputtes Funkgerät. Mhm. So. Haben wir hier irgendjemand, den wir ins Visier nehmen können? Ja, verstecken sich die Seichtvögel. Ja, ihr seid nachher alle dran. Irgendwas Fahrbares werde ich mir nachher krallen. Hier fährt diese Hütte. Nehme ich die nachher. Ah, die fährt gut. Wunderbar. Sparen wir sogar noch ein bisschen Zeit. So, wie sieht es eigentlich mit den Raketen aus? Wie viel haben wir denn da von den Dingern? Ach, da haben wir eigentlich voll. Theoretisch bräuchten wir nicht hier rauf. Aber der Vollständigkeit halber dabbel ich natürlich auch hier rauf. Ja, da hat er Raketenwerfer gehabt. So, Klepper hier jedes Mal, ja. Zumal. gut. Hinlegen. So, wo hab ich jetzt gerade gesehen, den Zwischenvogel? Hallo? Okay. Ach, hier ist er. Hier ist er. Der tote Stationvogel. Ja, was sollen wir uns mit dem anlegen? Was liegt denn da? Da ist auch noch ein... Sieht aus wie eine Gatling oder sowas. So, fall ja bloß nicht das Loch rein, gell? Steh auf. Aufstehen. So, gucken wir mal hier noch ein bisschen rum. Irgendwo ein Boot oder sowas. Irgendwelche Feinde. Sieht aber nicht so aus. Alles weitgehend gecleant. Okay, sieht gut aus. Lass mal nach, Karl. 16 Schuss. Wunderbar. So. Ja. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich von dem Spiel habe ich gedacht, so wenig Sniper-Munition, gell? Aber wenn man halbwegs ein bisschen sorgsam mit der Munition umgeht, ist es eigentlich wirklich auch ausreichend. Okay. Was man so an Munition. Was habe ich jetzt gefunden? Oh! Jetzt habe ich nochmal richtig fett Sniper-Munition gefunden. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Jetzt haben wir auch noch eine volle Weste, fast voll. Oder ist die voll? Na, das hat sich ja jetzt nochmal richtig fett gelohnt. Also man findet wirklich letztendlich, wenn man ein bisschen rumsucht, dann auch genug Sniper-Munition und kann dann auch vieles von, ja, von der Entfernung aus schon erledigen. Also ist da gar nicht so schlecht, gell. Am Anfang, wenn man noch die M4 Plus hat, dann ist es ja, da muss man halt ein bisschen zielen. Auch das Radio qualmt. Da muss man halt schon ein bisschen zielen. Wo waren jetzt die Weste? Neben dem zweiten Loch? War die im zweiten Ding hier? Oh, was hat mich jetzt beballert? Ja, kurz. Ich hole Hilfe! Beschäftigt ihn so lang! Wo kommt die jetzt auf einmal her?
Na, hier ist was los. Noch mehr von euch Brüdern. Hammerharte. Stört mich hier beim Erzählen, ihr solchen Vögel. Ihr habt's nicht mal alle, oder was? Hilfe, hier gibt's keine Hilfe mehr. Hier gibt's nur noch Tote. So, wo waren jetzt die blöde Weste? Das war mal... Wo waren jetzt diese blöde... Ist schon was geschossen? Von hier drüben? Wo waren jetzt die Weste? Ich hab doch eine Weste gehabt. Ach ja, ich wollte was schießen hören. Oh, noch einmal. So. Ja, na gut. Haben sie eine Nachricht... Ach so, wir haben das Funkgerät zerschossen. Haben sie gemerkt, antwortet keiner mehr. Alles ausgelöscht. Sag mal, bin ich ein bisschen blöd. Wir hatten doch hier irgendwo eine Weste stehen gehabt. Wo ich noch gesagt habe, ne, die lasse ich erstmal stehen. Finde ich die Weste nicht wieder, ne? Ich glaube sie aber nicht, oder? Ach, kann sein, dass die da drüben war. In dem Gebäude. So, noch mal gucken. Okay. Ja, mir war's. Haben die mich einfach noch mal geschossen, die Mistvögel. Na gut, ich hätte mir eh geholt, die Weste. So, greifen wir uns mal das Duck-Duck. Ja, das ist genau das Richtige vom Berufskraftfahrer. Mit solchen Dingern durch die Gegend ballern. Oh, ich bin nicht ganz sicher, ob dieser, ne, gut, eigentlich müsste ein Bärchen ausbringen. Ach, wenn ich jetzt sag nicht, dass du so schwach auf der Brust bist, dass du den Bärchen schnell aufkommst. Du bist leer. Also bei 40er könnte ich ja noch, wenn er voll ist, könnte ich ja noch verstehen. Ja. So, hier werden wir aber trotzdem umsteigen. Da er keine Bewaffnung hat. Nicht, dass uns hier oben irgendwas Blödes erwartet. Kann ich die Bäume umnieden? Nee. Okay. Dann endlich. Hallo Fan. Guck. So. Er hat sich überlebt. Guck an. Oh Mann! Oh Mann, ruft er. Hey! Okay. Ich habe dir eine Handgranate reingeschmissen auf diesen kleinen Raum. Weißt du, wie viele Stück von dem noch übrig geblieben wären? Nicht mehr allzu viele. So, woher machen wir das? Guck an. So, zack, zack, zack. Alles hier. Das sollte genügen. Was ist das jetzt? Ich muss irgendwo noch ein Notsystem haben. Moment. Ich hab's gleich. Da! Westlich von Ihnen ist ein Frachter mit einem mobilen Notsystem an Bord. So was aber auch, gell? Ne, egal. Bitte fahr jetzt nicht berg runter hier. Hallo? Mal umschalten hier, dass ich was sehe. So. Ich dachte, hier würden auch noch welche rumschleichen irgendwo. Ups, hier. Oh ja, wir fahren einfach mal lang. Dann werden wir es ja merken. Schade, dass wir nicht wieder so einen schönen Buggy haben. Fein und ja. So. Ja genau, hier ist jetzt auch gut der Frachter. Hallo? Und... Bingo.
wirst hier auf niemanden schießen, du Mistvogel. So, und du da hinten in der Ecke auch nicht. Ja, sehe ich dich. Weiter, 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 weiter. Ja. Scheiße. Hier, kann ich schon sehen. Wo hängt er? Ach, da hängt er. Och, da schmeißt mit Raketen die Mistsau weg hier. Na gut, das schmeißt damit nicht mehr. Im Arsch weggeschossen. So, das müssten es aber alle gewesen sein. Oh, geht das noch immer? Da ist noch so ein Mistvogel. Da ist noch so ein Mistvogel. War gerade einer aufgeleuchtet hier. Hallo? Das bin ich blöd oder was? Ach, der ist dahinter. Genau, da müssen den kriegen wir erst, wenn wir dort sind. So. Gehen wir mal zu unserem Jeep. Und die Hütte rum hier. Und jetzt müssen wir hier rumarschen. Wo geht das jetzt runter? Wir brauchen nämlich einen Kutter. Achten wir gucken, bis hier runter. Wenn ich mich nicht täusche. Auf Schleichwegen. Ach ja. Und da ist nämlich auch ein Kutter. Okay. Und ein nettes Kanonenboot. Also das doof ist, gell? Ich weiß nicht, oder kann, ich weiß nicht, wie man es auslöst. Auf jeden Fall kann ich nur das MG benutzen. Mit der rechten Maus, dass ich dachte, man kann auch den Kranz. Das ist nämlich auch ein Raketenwerfer drauf, gell? Aber das lässt sich nicht, leider nicht benutzen. Zumindest habe ich nicht rausgekriegt, die. Oh, bleib hier, du Arsch. So, auch wo ist der Kutter jetzt hier? Wenn Sie auf dem Schiff sind, müssen Sie die Sprengladung am Benzintank anbringen. Das sollte dann reichen. Er wird schwer bewacht, aber ich glaube, ich schaffe es. Nee, da wird gewinnen. Oh, da ist doch noch einer. Oder? Quatsch. Ich spring so als die Trottel. Leg dich hin. So, und dann putzt den Kunde mal hier oben noch weg. Der wird nicht mehr schwer bewacht. Das müsste sogar der letzte gewesen sein aus dem Kutter. Ja, am Anfang vom Video habe ich gesagt, dass ich mich auf was freue und dass mir vor was graut. Das Grauen kommt jetzt, nämlich dieser Frachter. Beziehungsweise nicht der Frachter selbst, der Billeballe. Aber ihr hast es aber ja gesehen. Das war ja, weiß Gott, kein Problem, diese Dremel da abzuknallen. Sondern... Ach Quatsch, das setzt ja aus, Mann. Na hallo! Machst du hier langsam mal? Sondern das, was jetzt folgt, das ist voll der Sackgang. So. Gucken wir uns trotzdem erstmal nochmal um. Nicht, dass hier noch irgend so ein Dremel rumlatscht. Och, eigentlich müssten wir sie alle haben. Seite hier oben ist noch einer im Dings drin. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Den meinte ich gerade. So. Muss ich eigentlich der, den wir jetzt abgeknallt hatten, eigentlich. Wir hatten doch hier einen abgeknallt. Wo ist denn die Munition von dem hin? Ja, merkwürdig, oder? Hier oben noch irgendwas? Ne, na egal. So. Okay. So, hier ist der Frachter. So. So, Leute.
Die haben die Bombe aufgenommen und ja, legen das Ding jetzt hoch. Sekunden. Ich muss zusehen, dass ich von hier verschwinde. Vielleicht bin ich im vorderen Teil des Schiffes in Sicherheit. Na, dann beeil dich mal ein bisschen. Bevor dir die Hütte um die Ohren fliegt. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bumm. Schaffen Sie uns hier raus! Würde ich ja wirklich lieben gerne tun, Jack. Aber es ist was dazwischen gekommen. Das soll wohl ein Witz sein. Es kommt jemand. Signal identifiziert. Es ist Crow. Moment, ich kümmere mich darum. So. Den kriegen wir nur mit Raketen dafür runter. Dafür werden Sie bezahlen. Ich sorge dafür, dass Ihr kleines Abenteuer jetzt endet. Ja. Und ich, wenn ich vor was anderes sorgen kann, die Mistpore. Ja, das ist aber doch. Ja, das ist aber. Ja, nicht das. Nur was ich versteckt bin, ist vor. Sie sind besser als ich dachte. Oh ja. Sehen wir was Neues, du Arsch. Erzähl mir mal was Neues, du Mistvogel. Der Hubschrauber braucht unendlich viel Raketen. Ach shit. Oh, 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 nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Na komm her. Das Dumme ist, dass das Boot doch dabei sinkt, gell? Oh yeah. Langsam ab. Ah, shit. Das reicht Raketen nicht. Oh Gott. Keine Raketen mehr. Na toll. Der Kutter safe ab. Man kann den Kunden auch nicht hier mit irgendwie. Ich muss eigentlich ein Scharfschützengewehr aus, das hab ich noch nie probiert. Ich hab ihn noch erwischt mit dem Scharfschützengewehr. Na cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er ist geschwommen. Er schwimmt nach Plagau. Worauf warten Sie? Erledigen Sie ihn. Ich kümmere mich lieber um Sie, Jack. Er ist Highwater. Bevor wir von hier verschwinden können, brauche ich die Informationen, die im PDA meines Kollegen Dr. Anderson gespeichert sind. Wenn es Ihnen hilft, zeige ich Ihnen den Weg zu der Stelle, an der er vermisst gemeldet wurde. Wenn Sie sie dann haben, müssen Sie die Daten meinen Kollegen hochladen. Alles Weitere erkläre ich, wenn Sie den PDA haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.